just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Hallo meine Lieben, wir sind im neuen Haus und bauen jetzt gleich ein Kletterpodest für Liana und da wollten wir euch so ein bisschen mitnehmen und ich mache auch nachher noch so ein bisschen Sneak Peek in ein paar Räume, wo ich jetzt schon filmen darf. Es steht einfach noch viel Privates, was ich nicht filmen sollte und auch Bilder an den Wänden. Deswegen filme ich jetzt nur da, wo nichts ist. Und jetzt gehen wir aber erstmal an das Kletterpodest. Das habe ich beim Mami-Blog entdeckt und das möchten wir jetzt für Liana bauen. Ihr habt, glaube ich, schon auf einem der Vlogs gesehen, wo ich im Bauhaus war und das alles gekauft habe. Also man braucht Spanplatten zugeschnitten und Winkel und Scharniere und Schrauben und Dübel und IKEA-Matten. Das ist so das Hauptteil, das zeige ich euch aber gleich. Jetzt werden wir erstmal anhand der Anleitung versuchen, das alles zusammenzubauen. So, ihr Lieben, passt auf. Wir mussten jetzt auch erstmal zurechtkommen. Das ist die Platte, die obere Platte. Die oben drauf ist zum Klettern. Das da ist praktisch die Rutschbahn und das ist die seitliche Stützwand. Jetzt verbinden wir diese ganzen Platten mit Winkel. Das heißt, der erste Schritt ist, wir machen jetzt erstmal Winkel an alle Platten. Also, die obere Auflage hat unterschiedliche Maße. Die ist 73 auf 76. An der Seite, wo 76 ist, machen wir jetzt drei Winkel fest. So, jetzt haben wir an der oberen Stützwand diese drei Winkel angebracht. Und jetzt stellen wir die obere Stützwand auf die seitliche Stützwand und machen die da fest. André hat jetzt die Winkel am Bein festgemacht, am Fuß. Und jetzt machen wir es auf die obere Platte fest. Jetzt bringt André das zweite Holzbein an. Jetzt wird die Treppenstufe verwinkelt. Jetzt verbindet André die Treppenstufe mit dem Grundgerüst. Jetzt werden die Scharniere an die Rutsche angebracht. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Baumarkt. Wir haben ja gestern unser Projekt Kletterpodest gestartet und das war gar nicht so einfach wie gedacht. Das war ein bisschen kompliziert. Die Angaben waren sehr ungenau und das Podest sieht auch ein bisschen ungenau aus. Deswegen brauchen wir jetzt noch einige Dinge. Es steht ein bisschen schräg. Wir wollen jetzt noch eine Bodenplatte kaufen und wir wollen noch Zaunlatten kaufen, um hinten einen Teil abzusichern. Das zeige ich euch aber nachher am Podest. Heute gibt es in diesem Baumarkt 20% Rabatt, deswegen werden André und ich ein paar Sachen besorgen, die wir einfach noch brauchen, wie Bohrmaschinenaufsätze. André will unbedingt eine Axt und eine Säge. Solche Sachen werden wir jetzt kaufen, zeigen wir euch aber gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ich komme! Wo könnte die Liana sein? Wo hat die sich schon wieder versteckt? Papa, hast du die Liana gesehen? Wo könnte die Liana sein? So, jetzt haben wir unsere Spanplatte für unter das Kletterpodest. Leider passt sie nicht ins Auto. Jetzt muss nachher mein Papa mit dem Wohnmobil kommen, weil die ist 2,35 lang. Wir sind wieder im Haus und jetzt haben wir die Platte, die wir heute gekauft haben, diese lange, um das Ganze noch stabiler zu machen, ausgesägt, beziehungsweise mein Papa hat hier zwei kleine Vierecke ausgesägt, dass die Holzbeine direkt in der Platte sind und die Platte steht praktisch hinten dran und die machen wir jetzt noch fest mit Winkel und dann ist das Podest super fest. Hui! Und dann machen wir hier unten noch eine Kindermatratze rein und Lichterkette und dann machen wir da so eine Kuschelecke. Und Liana liebt ihr Kletterpodest jetzt schon. Ne, Liana? Hallo meine Lieben. So, ein paar Tage später. Ich habe jetzt über zwei Tage, glaube ich, gefilmt und immer nur das Podest, weil es bei uns gerade ein bisschen anstrengend ist. Ich habe es schon auf Instagram erzählt. Ich weiß nicht, was es ist. Liana ist so seit 4, 5 Tagen super anhänglich, will nur an die Brust, weint, wenn ich aus dem Zimmer gehe.
man kann nur raten, eigentlich ist es schon so weit, dass sie das dann sagt, sie hat Aua oder das, ja, also sie redet eigentlich gut über ihre Gefühle immer, aber irgendwie kann sie es gerade nicht sagen und deswegen schätze ich halt eher, dass es irgendwas Herz-Kopf-mäßiges ist. Also wir sind ja gerade im Umzug, was sie natürlich mitkriegt. Wir gehen immer mal wieder ins neue Haus, wir packen hier Kisten. Wir reden viel über den Babybruder, aber eigentlich jetzt nicht mit Druck oder so, sondern einfach ganz liebevoll. Und sie ist also von sich aus, sagt dann auch immer, der Bruder kommt bald. Und dann sage ich ja und das wird ganz toll. Und dann könnt ihr zusammen in den Europapark und zusammen spielen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es da in dem Kinderköpfchen rattert und dass sie ja vielleicht versteht, dass es halt eine Änderung gibt oder dass sich halt was verändern wird. Ich weiß es nicht. Man kann halt immer nur so raten und man kann nur Liebe schenken und da sein. Und das versuche ich ganz, ganz intensiv zu machen. Aber natürlich stehen auch noch andere Dinge an tagsüber. Und ich versuche jetzt immer wenigstens eine Ladung zu packen und ins neue Haus zu fahren. Weil wir haben jetzt nur noch 30 Tage. Es hört sich lang an, aber ihr wisst, wie das ist, ne? Wir haben ein komplettes Haus hier vollgestopft mit Sachen. Über 6 Jahre, glaube ich, haben wir in dem Haus jetzt gewohnt. Da wollte ich einfach, gerade auch, weil ich schwanger bin und weil André den ganzen Tag auf der Arbeit ist, einfach peu à peu 30 Tage lang nutzen, immer was zu machen. Und am letzten Wochenende, am letzten Oktoberwochenende wollen wir dann... Was macht denn der Hund da? Sag mal. Mia! Am letzten Oktoberwochenende wollen wir dann die großen Dinge ins Haus fahren, wie eben Möbel, riesige Sachen oder große, schwere Sachen, die ich jetzt nicht alleine tragen kann. Das versuche ich tagsüber zu machen und das kann natürlich auch sein, dass das zusätzlich Liana stresst, aber ich versuche wirklich sonst die komplette Zeit für sie zu nutzen und ja, wir machen ja auch ganz viel zusammen. Wir gehen ja jeden Tag wirklich was unternehmen. Deshalb, ihr Lieben, ist es gerade super schwierig. Ich hätte so viel zum Vloggen und ich könnte euch jeden Tag mit der Kamera mitnehmen, wenn da nicht das quengelige Kind wäre, das natürlich vorgeht. Deswegen versuche ich jetzt gerade die Zeit zu nutzen, Mausi schläft, um euch kurz dieses Update zu geben, euch ein paar Sachen zu zeigen und dann möchten wir nachher nochmal ins Haus fahren, weil ich anfangs des Videos euch versprochen habe, es gibt noch ein bisschen Sneak Peek, so ein paar Räume zeige ich euch auf jeden Fall heute noch in dem Vlog und ja, einfach, dass ich auch mein Wort an euch halte. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich bin mir sicher, ihr versteht das, aber ich werde trotzdem vloggen und dann einfach das zusammenfassen. Habe ich jetzt die letzten Tage auch gemacht. Kletterpodest haben wir angefangen zu bauen, dann waren wir den nächsten Tag im Baumarkt und jetzt erzähle ich euch wieder was. Also es kommen dann vielleicht einfach kompaktere Videos, trotzdem werde ich die Kamera immer anmachen. Was ich euch jetzt unbedingt noch erzählen möchte, ich bin jetzt heute in die 25. Woche gerutscht und jetzt fühlt es sich natürlich immer krasser an, dass das Baby bald kommt, 15 Wochen noch. Am 22. Januar ist ja mein ET. Und jetzt fängt auch so ein bisschen der Nestbautrieb an, was ganz gut ist im Umzug. und ich bin dran, so einiges zu organisieren. Und ich habe natürlich auch die Chance genutzt, weil ich YouTube mache und einige Firmen angeschrieben, wo ich gerne was hätte. Es gibt ja Kooperationen, die man angeboten kriegt, wo man dann eben abwägt, das ist was für mich, das mache ich gerne oder das ist gar nichts für mich, da sage ich lieber ab. Das mache ich sehr, sehr oft. Aber es gibt natürlich auch die Kooperation, die man selber haben möchte. Und gerade wenn es jetzt um die Baby-Erstausstattung geht, ich habe natürlich noch einiges von Liana, aber es gibt auch Dinge, gerade Kleidung, die ich nicht wirklich habe für das kleine Baby, weil ich eine totale Mädchenmama natürlich war bei Liana und habe wirklich alles, ich sag's euch, alles in rosa gekauft. Ich bin neulich die Kisten durch und habe gedacht, was habe ich mir nur dabei gedacht? Alles ist rosa oder pink oder Lachsfarben oder ja, Prinzessinnenmotive. Also ja, das war definitiv ein Fehler, das nicht mehr neutral zu kaufen. Das heißt, ich habe jetzt wenig Kinderkleider. Jetzt habe ich aber das Glück, dass eine ganz liebe Zuschauerin, die Vanessa, mir geschrieben hat, aus dem Nichts, und da glaube ich auch wieder an so Fügung, ob ich Jungskleidung gebrauchen könnte, weil sie hat von ihrem Jungen noch ganz, ganz viel. Und dann hat sie mir ein Foto geschickt und ich bin fast nach hinten umgekippt. Ich habe gleich André das Foto weitergeleitet und bin überglücklich, weil ich jetzt echt fast eine komplette Ausstattung von Vanessa bekomme.
Dann wollte ich aber natürlich noch das ein oder andere selber besorgen und habe meine Lieblingskooperation, wenn es um Kleidung angeht, angeschrieben. Und das ist Fuchs und Kiwi. Die sagt euch bestimmt was, gerade auch wenn ihr Isabeau verfolgt, denn diese Kooperation kam über Isabeau zustande. Ich habe Isabeau irgendwann mal geschrieben, oh Gott, was hat eine Pauline an, das ist ja total süß. Und dann hat sie geschrieben, ist von Fuchs und Kiwi, soll ich die anschreiben für dich? Die schicken dir bestimmt was. Und dann hat Isabeau praktisch mir den Kontakt ermöglicht zu Fuchs und Kiwi. Und ich habe da jetzt schon öfters was bekommen und ich liebe diese Kleidung. Die ist handgemacht aus Berlin, die haben ganz tolle Stoffe und ich kann die euch nur total ans Herz legen. Ich liebe vor allem diese handgemachte Kleidung, die mitwächst. Oder wo man eben so ein langes Beinbündchen oder Armbündchen hat. Liana hat den, so einen kompletten Einteiler von Fuchs und Kiwi mit Rehen drauf, habt ihr bestimmt bei mir schon gesehen, mindestens ein Jahr jetzt angehabt. Der ist so toll mitgewachsen. Am Anfang habe ich ihn umgeschlagen und jetzt sind die Bein- und Armbündchen total gerade. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte für den Babyjungen auch unbedingt was. Hab die liebe Desiree von Fuchs und Kiwi angeschrieben und die hat gesagt, klar, such dir was aus. Und jetzt kam das Päckchen und das will ich... Ah, und das Tollste, ich habe nach einem Rabattcode gefragt. Das ist eben auch so, ne? Es gibt Kooperationen, die fragen an und sagen, möchtest du das machen? Wir geben dir einen Rabattcode, wir wollen verkaufen. Oder es ist eben andersrum, dass man selber fragt, möchtet ihr mir nicht was schicken und möchtet ihr nicht meinen Followern einen Rabattcode geben? Und so war es jetzt. Und deswegen bekommt ihr einen Rabattcode von Fuchs und Kiwi. Der Rabattcode heißt JANA10 und ist ab heute eine Woche gültig. Also schaut unbedingt mal vorbei, die haben auch ganz tolle Wollwalk-Sachen, ich sage immer Wollwalk, Anzüge und auch tolle Herbstkleidung und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich liebe diese tolle Marke. Kann man Marke sagen bei sowas Handmade-mäßigem? Fuchs und Kiwi, auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, liebevolle Firma. Jetzt bewegt sich mein Kind. Und ich habe mir Dinge für den kleinen Süßen ausgesucht und möchte die euch einmal zeigen. Es ist Herbst, da haben mich die Herbstmotive natürlich gepackt, auch wenn der Kleine erst im Januar kommt, aber ich finde, sowas kann man immer anziehen, oder? Das ist so ein Waldmotiv mit Fuchs und Reh und Eule und hier seht ihr wieder diese tollen Beinbündchen, die man halt am Anfang komplett umschlagen kann oder um die Hälfte umschlagen kann und dann halt immer länger werden lassen kann. Genauso oben, ne, habe ich bei Liana auch immer am Anfang so gemacht und dann bis ganz hoch. Oder wenn man sie ganz warm einpacken möchte, gleich ganz hoch. Diese wunderschöne süße Hose. Dann, das finde ich auch so zuckersüß. Schaut mal. Irgendwie habe ich es gerade mit Waldmotiven. Hase, Eichhörnchen, Fuchs. Das ist so ein, muss man ein bisschen zurück, so ein kompletter Langarmstrampler, der sich auch wieder unten zum Wickeln öffnen lässt. Bei den Kleinen ganz wichtig, dass man den nicht ganz ausziehen muss. Auch total süß. Ich habe übrigens alles in 50, 56 mir gewünscht, weil eben gerade jetzt für die Anfangszeit viel fehlt. Und das da ist mein absoluter Liebling. Ich glaube, den nehme ich auch mit ins Krankenhaus. 50, 56 auch wieder. So in beige, grau, braun und auch mit ganz süßem Motiv. Schaut mal. Super süß. Und dann habe ich gedacht, weil er ja im Januar kommt und was Warmes, Kuscheliges braucht, habe ich noch so einen, der auch wieder ganz lange Beinbündchen hat und Armbündchen und auch wieder schön mitwachsen kann. Also ich bin mir sicher, dass das nicht 50, 56, sondern 50 bis 68 oder so ist, weil das echt super, also bei Liana haben die super lange geholfen. super lange gepasst. Ihr Lieben, Fuchs und Kiwi, ganz, ganz toll auch nochmal hier, falls ihr das seht. Liebe Desiree, vielen Dank für diese wunderschöne Kleidung. Ich freue mich schon riesig, die anzuziehen. Und jetzt so langsam wird es auch echt so realistisch, dass wir noch ein Baby bekommen. Man denkt da irgendwie gar nicht so, oder man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man wieder bald so ein kleines Würmchen im Arm haben darf. Deshalb, ihr Lieben, falls ihr auch schwanger seid oder noch Kleidung braucht, die haben natürlich auch Kleidung für größere Kinder. Auch Liana hat Fuchs und Kiwi Dinge in ihrer Größe. Schaut da gerne mal vorbei. So, jetzt werde ich die Zeit nutzen, eine Autoladung zu machen. Schnell ein paar Kisten ins Auto schleppen, während Lianchen schläft. Und wenn sie wach ist, fahren wir zusammen ins Haus und dann zeige ich euch dort, was ich halt schon so zeigen kann.
Wir haben auch neu im Baumarkt, da wo ich ein bisschen gevloggt habe, haben wir auch Lampen gekauft. Die kann ich euch nachher auch noch zeigen. Also bis gleich. Meine Lieben, wir sind im neuen Haus und wie versprochen zeige ich euch jetzt ein paar Ecken von dem Haus, wo keine privaten Dinge mehr drin sind. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen gebracht. Das heißt, von uns stehen schon ein paar Sachen drin. Vor allem in Lianas Spielzimmer, die ist jetzt schon am Spielen. Das Kletterpodest wird wie immer als erstes eingeweiht. Es kommt super gut an. So, jetzt kommt's. Ich wechsle schnell auf die andere Kamera. Dann habt ihr ein bisschen Weitwinkel, dann seht ihr ein bisschen mehr. Und ja, viel Spaß. Die ersten Einblicke vom neuen Haus. Schon lange nicht mehr mit der Kamera gefilmt. Ich hoffe, das klappt alles. Also ihr Lieben, das ist der Eingangsbereich. Das ist die Eingangstür. Gegenüber hat man eine Garderobe. Und hier hat man einen Schuhschrank, der hinter einem Vorhang versteckt ist. Das werden wir auch so lassen. Das finden wir super praktisch. Vielleicht wird der Vorhang mal ausgetauscht. Aber so hat man echt super viel Platz für die Schuhe. Kucku, hast du dich versteckt? Ja, der Haus und geschlafen hast du im Haus? Super! Dann die erste Tür, gleich neben der Eingangstür, ist ein kleines schnuckliges WC. Das werden wir auch so lassen. Natürlich noch mit unseren Dingen einrichten. Hier ist ein kleiner Spiegel. Und dann gibt es hier zwei kleine Schränkchen. Die werden wir als Arzneischränkchen für so Medikamente und so und vielleicht Putzmittel mal schauen, nutzen. Ja, ein kleines, schnuckliges WC. Ich kann jetzt nur nach unten filmen, weil da oben hängen noch Bilder. Das ist dann der Flur sozusagen. Hier geht es hoch in den zweiten Stock. Hier geht es runter ins Wohnzimmer. Hier rechts ist die Küche. Ist leider auch noch zu viel drin. Zeige ich euch dann in einem anderen Video. Und links geht es jetzt in Lianas Spielzimmer. In Lianas Spielzimmer ist jetzt schon das meiste reingewandert. Einfach, wenn ich hier im Haus am Einräumen bin, dass sie natürlich auch... Genau, warte Schatz, komm, wir zeigen es mal, dass sie hier natürlich auch spielen kann. Und wie gesagt, das Kletterpodest habt ihr ja schon gesehen, das haben wir gebaut. Papa, Mama und Opa, ne? Und das liebt Liana und das wollen wir natürlich auch noch schöner machen. Da hat sie ein Häuschen, gehst du ins Häuschen? Ein Häuschen und eben zum Klettern und zum Rutschen und das findet sie super und wir auch. Toll, mein Schatz, willst du dich verstecken? Das da ist noch von Liana, ist jetzt auch schon wieder in Benutzung bei dem kleinen Emil, dem Sohn von meiner Schwester. Und das da hat eine Zuschauerin auch uns vermacht. Das haben wir jetzt auch mal mitgenommen. Da sind jetzt noch alle Spielsachen von Liana drin. Ja, und der Rest ist natürlich noch im Chaos und steht alles rum, weil wir jetzt alles peu à peu machen, langsam einziehen. So, dann gehe ich mal hoch für euch. Den mittleren Stock, da sind die drei Kinderzimmer. Kann ich euch jetzt leider auch noch nicht viel zeigen, weil da viel noch steht. Aber der ganz obere Stock, der ist schon komplett leer und schon mit unseren Dingen. Deswegen kann ich den euch zeigen. Wie ihr seht, hat das Haus super viel Holz, was wir lieben. Holzdecken, Holzbalken, überall alles Holz. Also, das ist so der Zwischengang zwischen Schlafzimmer und Badezimmer und da haben wir beschlossen, dass der Wickeltisch und die Kommode fürs Baby hinkommt, weil im Badezimmer ist kein Platz für den Wickeltisch und im Schlafzimmer störe ich dann André und Liana, wenn ich nachts wickeln muss. Deswegen ist der Wickeltisch im Zwischengang gelandet. Das ist der Wickeltisch von Liana, den habe ich jetzt wieder umfunktioniert, war ja als Regal in ihrem Spielzimmer und jetzt ist es wieder ein Wickeltisch. Und die Kommode ist von uns und da habe ich bei Ikea, das ist übrigens ein Bild von Liana, ein Bild vom zweiten Tag ihres Lebens. Im Ikea habe ich dann solche, wie nennt man die, so Sortierboxen oder Trennungsboxen gekauft, dass hier die Babykleidung einsortiert werden kann. Genau, das ist der Zwischenraum. Und dann kommt man hier in unser Schlafzimmer. Das ist jetzt schon ganz leer und wird von uns dann bald gefüllt. Mach mal das Licht an, wenn das was bringt. Ja. Hier ist eine kleine Treppe nach oben. Da hat man noch so eine kleine Empore. Mal schauen, was wir damit machen. Dann ist hier auch ein Einbauschrank, was natürlich super ist. Wir haben einen Schrank sehr vermisst in der alten Wohnung. Auch mit Schiebetür. Richtig cool gemacht. Also man sieht nichts von dem Schrank. Außer man macht die Schiebetür auf. Und in der Treppe sind noch Schubladen, was auch genial ist.
Mal gucken, ob wir das so lassen oder ob wir da... ja, ich denke, wir lassen es. André hat gemeint, es passt vielleicht nicht alles rein von uns beiden, ob wir eine andere Einteilung noch machen, aber man könnte ja auch hier noch was Kleines hinstellen. Oder, passt auf, ich hoffe ja immer noch auf mein Familienbett, dass ich hier das 270er-Bett reinbekomme. Dann kommt hier ein großes Familienbett rein, die Lampe wird auch ausgetauscht, zeige ich euch gleich. Und dann hat man aber hier hinter der Tür noch Stauraum. Und da, wenn jetzt der Kleiderschrank für uns zu wenig wäre, könnte man auch noch einen Kleiderschrank oder eine Kommode oder sowas hinstellen. Ja, ich bin gespannt, was ihr so sagt. Wir lieben, lieben, lieben dieses Haus. Und ja, lasst uns mal wissen, was ihr so denkt. Dann drehe ich mich einmal um, komme ich hier wieder in den Zwischengang und gehe auf die andere Seite ins Badezimmer. Das Badezimmer hat natürlich ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ist noch super funktionsfähig, sauber, sehr gepflegt. Deswegen werden wir da erstmal nichts dran machen, geht auch gar nicht finanziell. Also Gott sei Dank geht es dem Bad so gut. Kommt man rein, ist hier gleich eine Badewanne. Dann hat man hier die Toilette gegenüber. Doppelwaschbecken mit einem Schrank, 4 Schubladen. Da habe ich auch schon was im IKEA gekauft für das Make-up. Das ist hier drin. Und dann hat man einen Spiegel und eine Dusche. Hier ist die Dusche. Und oben hat man auch wieder so eine Empore. André hat schon gemeint, da könnte man einen Whirlpool hochmachen. Hätte ich nichts dagegen. Ja, müssen wir mal schauen. Das ist das Badezimmer. Ja, also wie gesagt, ihr Lieben, das sind so die Bereiche, die ich euch jetzt mal zeigen konnte. Im Wohnzimmer steht noch ziemlich viel und auf dem zweiten Stock, da sind 3 Kinderzimmer und eine kleine Spielecke oder so ein... Ja, so eine kleine Ecke, wo Spiele drin stehen. Mal schauen, das lassen wir wahrscheinlich so. Aber zum Beispiel so Sachen wie der Spiegel und so, das ist alles, ne, nicht unseres. Das kommt alles noch raus. Aber eben, das überschneidet sich jetzt so ein bisschen, weil wir jetzt halt schon so peu à peu alles bringen, obwohl wir eigentlich erst Ende Oktober einziehen. Aber so ist es einfach entspannter. Jetzt zeige ich euch noch kurz ganz tolle Lampen, die wir gefunden haben. Wir lieben sie. Und das nächste Mal, wenn alles draußen ist und ja wahrscheinlich schon einiges von uns drin ist, zeige ich euch dann Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und die 3 Kinderzimmer und den Wintergarten. Den Wintergarten könnt ihr euch eigentlich jetzt noch zeigen. Der ist traumhaft schön, wunderschön. Da möchte ich ja so ein bisschen das YouTube-Studio einrichten, weil da halt super Licht ist immer. Die Maus spielt schon wieder so süß. Also nach dem Mittagsschlaf war sie super gut drauf. Wir werden jetzt auch bei Regen noch in den Tierpark fahren. Einfach, dass wir ein bisschen an die frische Luft kommen. Jetzt zeige ich euch die Lampen, da muss ich das Auto ausräumen und dann gehen wir. Das da ist die Lampe für die Männerhöhle. Es wird eine Männerhöhle geben. Also das ist praktisch nur eine Lampe, ne? Das ist doppelt. So, es sieht richtig cool aus in live. Sieht halt so aus wie so alte Rohre und da ist noch so eine Uhr dran und 3 Lampen und das kommt oben an die Decke von der Männerhöhle. Richtig cool. Und wir haben uns ausgesucht oder beschlossen, dass wir so ein bisschen im Industriestyle, heißt das, alles einrichten werden bzw. dekorieren werden und haben so Lampen gekauft. Ich finde, hier sehen die gar nicht so cool aus. Ich blende euch mal ein, wenn sie leuchten. Und da haben wir 3 verschiedene Längen. Auch wieder mit Holz, das fanden wir cool. Holzbalken und dann haben wir einmal mit 3 Lampen, einmal mit 4 Lampen und einmal mit 5 Lampen. Und dann so eine riesige Glühbirne. Sieht auch richtig cool aus, wenn sie leuchtet. Aber das zeigen wir euch dann, wenn es soweit ist. Hier kann ich euch auch noch was verraten, was zeigen, was im Esszimmer, Wohnzimmer steht. Das ist ein Kamin, wo André sich auch super drauf freut. Und hier ein kurzer Sneak Peek in den Wintergarten. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Das war ja jetzt nur so ein kleiner Einblick und das ganze Haus zeige ich euch natürlich auch noch. Liana will jetzt in den Mundenhof, aber wir müssen noch kurz zum Bioladen und kurz zum DM. Okay, mein Schatz? Keine Lust. Aber vielleicht hast du Lust, wenn ich dir sage, dass wir Frühlingsrollen kaufen gehen. Ja, da gibt es wirklich Frühlingsrollen, die Liana total liebt und verschlingt. Hätte ich nie gedacht, weil da ist so viel Gemüse drin. Juhu, gut für die Mama, dass die Liana das isst, ne? Deswegen holen wir jetzt Frühlingsrollen zum Abendessen. Irgendwas für André noch. Bei der Oma haben wir die gegessen, ne? Das letzte Mal, das war lecker. Wir waren kurz im Bioladen, haben ein paar Oliven geholt fürs Abendessen. Die
fantastischen Mini-Frühlingsrollen und Tofuwürstchen, Lieblingstofuwürstchen von Liana. Und weil mein Mann ja nicht ohne Fleisch möchte, habe ich ihm jetzt ein Bio-Hähnchen mitgebracht. Wir lassen jetzt DM sausen, weil es ist schon 4:30 und Liana will unbedingt die Eidechse im Mundenhof sehen. Und deswegen fahren wir jetzt los in den Mundenhof und machen morgen DM. Wow! Wunderschöne Abendsonne fangen wir gerade noch ein. Wir waren jetzt so 2-2,5 Stunden im Tierpark. Es war echt schön, obwohl es kalt und nass war, an der frischen Luft zu sein, ist einfach so viel wert. Gerade wenn man so quengelig ist oder einen Koller zu Hause hat. Deswegen war das jetzt echt gut. Man kann durchatmen und Liana hat Tiere gesehen. Jetzt fahren wir nach Hause, kochen. Und Liana darf in eine warme Schaumbadewanne. Vielleicht lege ich mich auch dazu. Mal schauen. Aber mein kleiner Zeh, mein gebrochener, ich sag's euch, ist so eine Qual. Ich habe den ja jetzt vor, ich glaube, so einer Woche oder eineinhalb gebrochen und er tut noch so weh. Also gerade wenn ich 1-2 Stunden laufe, merke ich, dass es... Oh, Abendsonne. Gerade wenn ich 1-2 Stunden laufe, merke ich, wie der schmerzt. Und dass man da einfach so gar nichts machen kann, finde ich krass. Sie hat gemeint, ja, so 4-5 Wochen, dann tut es nicht mehr so weh. Echt nervig. So, André ist zu Hause. Oh, whoa, whoa. Und das Essen ist fertig. Jetzt lassen wir es uns schmecken. Okay, tiefer. Jetzt lassen wir es uns schmecken. So schön, wenn der Mann wieder zu Hause ist. So, meine Lieben, wir essen jetzt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Vlog wieder dabei seid. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss. I just want you, I just need you, I don't know what